uns jetzt ordentlich gestärkt. Und der Plan ist jetzt, dass wir uns erstmal ein bisschen frisch machen, mit Sonnencreme eincremen und dann ein Stückchen am Strand lang laufen. Nämlich der Nachbarstrand Montchoisie ist so ein Public Beach, wo ganz viel los ist, wo die Einheimischen gerne auch baden. Und da heute Feiertag ist auf Mauritius, wird da jede Menge Trubel sein. Und das hört sich sehr spannend an. Ich weiß zwar nicht genau, wie diese Blüten heißen, aber die sind wunderschön und duften auch ein bisschen. So. Mache ich mich bereit für den Strand. Das ist sehr schön. Jo, da hinten sieht man schon den Public Beach von Montchoisie. Es ist 10 Uhr morgens und schon ziemlich voll hier am Public Beach. Es kann damit zusammenhängen, dass wieder irgendein Feiertag hier ist auf Mauritius. Und dann wird es richtig, richtig voll. Mauritius lebt Vielfalt, auch in religiöser Hinsicht. Die meisten hier sind Hindus, daneben gibt es auch Gemeinden der Christen, der Muslime und der Buddhisten. Und was man hier immer häufig sieht, wenn man durchs Land geht, sind kleine und größere Tempel der Hindus, wie hier hinter mir. Auch immer kleinere Stellen, wo dann Hindus so Räucherstäbchen entzünden oder Blumen und andere Dinge als Opfergaben darbringen. Wir finden das ein wunderschönes Zeichen, wenn auch die Religion so friedlich und so gewinnbringend für ein Land miteinander leben. Und wie ist das Wasser? Also es ist sehr, 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 also fast schon extrem lauwarm. Oh, herrlich. Oh. Hier im Wald verstecken sich überall so kleine Imbissbuden, sodass auch keine kulinarischen Wünsche hier offen bleiben. Und ja, mir ist gerade so nach einer kleinen Erfrischung. Und da besorgen wir jetzt mal was. I love your shop. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ich liebe diesen Shop. Ich könnte hier Stammkunde werden. Und am besten ist immer noch diese Ananas. So mundgerecht zubereitet und super süß. Oh, lecker. Ein Hoch auf diese Ananas. Erfrischend. Auf der einen Seite vom Hotel liegt also der Strand von Montchoisie und auf der anderen Seite das Cap Malheureux. Und dorthin gehen wir nicht zu Fuß, es wäre ein bisschen zu lang, sondern wir nutzen einmal den ÖPNV. Wir hatten die Frau in der Rezeption gefragt, wann hier die Busse losfahren
Und sie hat gesagt, es gibt jetzt in dem Sinne keinen Fahrplan wie bei uns in Deutschland, sondern so alle 20, 25 Minuten kommt ein Bus vorbei. Wir haben auch schon gesehen, der nächste ist schon mal durchgefahren, ist egal. Dann nehmen wir den nächsten. Wir haben ja Urlaub. Ich muss mich immer noch ein bisschen daran gewöhnen, dass die Autos ja hier auf der anderen Straßenseite fahren. Also ich beim Bus nicht nach links gucken muss, wann er kommt, sondern nach rechts. Aber erstmal kommt da noch nichts. Oh, doch. Dann 3 Minuten gewartet. Nichts wie Daumen raus. Wir haben gerade 75 Cent bezahlt für die Fahrt pro Person. Die Klimaanlage ist hervorragend. Was für eine rappelige Fahrt, aber es war sehr lustig und wir haben eine ganze Menge gesehen, was sich so am Straßenrand abspielt. Ganz viel Trubel und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Weg zum Kap finden. Ja, einfach zum Wasser und dann wird es schon kommen. Hinter mir auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein ganz toller Baum des Reisenden. Ja, angeblich hat er diesen Namen daher, dass das Wasser praktisch ja, wie in solchen Leitungen direkt in die Mitte der Pflanze abgeleitet wird, dass die Reisenden früher diesen Baum geschlachtet haben, um dann Wasser zu bekommen. Aber das ist anscheinend ein Märchen. Ich denke mal, bei den Niederschlägen, die es hier gibt, gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Und die Bäume des Reisenden stehen auch komischerweise immer nur da, wo es genug Wasser gibt. Nach unserem ganz kleinen Ausflug zum Kap Malheureux fahren wir jetzt mit dem Bus wieder zurück. Rappel, rappel, rappel. Ja, also das ist schon echt ein Abenteuer. Und doch kommen die super zuverlässig. Und ich würde sagen, also lahm fährt hier schon mal gar keiner. Die heizen wie die Wahnsinnigen. Wir genießen noch ein bisschen die Sonnenuntergangsstimmung. Die Sonnenuntergangsstimmung. Machen uns dann frisch und dann geht's zum letzten Punkt des heutigen Abends, nämlich das Abendbrot.
Was für ein wunderschöner Tag. Vom Sonnenaufgang bis zum Mondaufgang gerade eben. Ihr habt gesehen, das Hotel hat sich in ein farbliches anderes Kleid geworfen. Andere Klamotten haben wir auch an. Und vor allem geht es jetzt um eines, nämlich um Abendessen. Ja. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao.